Ha, ich hab dich gesehen. Du siehst anders aus als ich. Macht natürlich hier die ganze Spannung kaputt, Mann! Du bist gerade vor mir weggelaufen. Das war klar, dass wir uns irgendwie mal über den Weg laufen. Nein! Hey Leute! Was geht? Keine Blöd! Nina, hallo! Hallöchen, Nina! Na, alles klar? Alles gut! Ja, wir sind hier wieder bei Fashion Famous und wir haben heute mal wieder eine tolle Challenge vor. Beim letzten Mal hatten wir 24 Stunden nur blaue Outfits und heute werden wir mal die Twin Telepathy Challenge hier bei Fashion Famous versuchen. Und zwar, Nina, haben wir heute das Thema I want to rule the world. Wir gehen hier direkt hier rechts in diesen Bereich rein. Okay. Und es sieht so aus, die Twin Telepathy Challenge wird so ablaufen, dass du jetzt eine Farbe aussuchst. Mhm. Und wir nur in diesem Bereich unser Outfit zusammenpacken. Natürlich, Haare und so wird ein bisschen schwieriger, aber du sagst jetzt eine Farbe. Ja. Und wir versuchen danach unser Outfit zu machen. Ich sag pink. Pink. Okay. Es muss ja aber noch zu oben ein bisschen passen, ne? I want to rule the world, ja. Yeah. Ja, ich muss auch Nina verstehen, aber ich versuch's mal. Ich versuche auch nicht zu gucken, ne? Also versuch bitte nicht bei mir zu gucken, sondern wenn du dich für was entschieden hast, dann ist es auch fertig. Aber es ist auch irgendwie schwierig. Also, I want to rule the world kann ja wirklich alles heißen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du im Kopf haben wirst, Nina. Deswegen habe ich mir hier schon ein Outfit geholt. Hosen? Wo sind die Hosen? Die hat immer voll wenig Hosen nur. Augen und so ist ja klar, ne? Ich finde keine passende Hose. An Effekten und so kannst du dir natürlich auch holen, was du willst, ne? Aber es geht erstmal um das grobe Outfit, was wir immer vorne rechts sozusagen auswählen. Mhm. Ja, muss ich so eine Jeans nehmen? Es gibt ja irgendwie nur drei Hosen gefühlt. Ich habe gerade noch keine Schuhe. Wollte ich nicht. Gott, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne, Nina? Mal gucken, ob wir zumindest in unseren Outfits Zwillinge sind oder nicht. Passt irgendwie nicht. Wir können natürlich auch mal eine Folge versuchen, wo wir beide das gleiche anziehen, also komplett gleiches Outfit haben. Und mal gucken, wie wir beide abschneiden in der jeweiligen Runde. Nein, ich wollte die Schuhe nicht. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich werde nicht fertig. Hä, warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Hut auf? Du hast da irgendwo drauf gekommen. Okay, aber sonst geht's bei mir eigentlich. Mal gucken, ob wir es schaffen, Nina. Ich wage es zu bezweifeln. Wir werden auch definitiv eine Runde als Jungs mal machen. Schwierig hier, voll. Mein Motto kann ich leider schlecht umsetzen irgendwie, weil mir da was fehlt. Findest du? Ich finde, ich kann mein Motto ziemlich gut umsetzen. Ein wichtiges Accessoire. Ich bin so eine kleine Diva, weißt du? So Papas Liebling, ich bekomme alles. I want to rule the world. Ja, mal gucken. Okay, so das ist Runde Nummer 1 der Twin Telepathy Challenge hier bei Fashion Famous. Ich glaube, wir haben komplett andere Sachen. Wo weißt du das? Ich glaube, ich habe so ein Gefühl. Weil Diva bin ich zum Beispiel gar nicht. Nein? Nein. Oh, habe ich hier Nina hier komplett falsch eingeschätzt. Okay, ich sehe es ja jetzt bei Nina. Ich wollte erst so auf Sportlerin gehen, aber dann habe ich nur eine pinke Gitarre gefunden. Eigentlich wollte ich einen Fußball oder sowas haben. Nina, deswegen bin ich jetzt eher in die Richtung Rockstar. Ich glaube, also was dieses Thema angeht, sind wir definitiv keine Zwillinge. Habe ich ja gesagt. Ich schon sagen. Hatte ich schon ein Gefühl, da kommst du. Nein. Bei Khan geht es eher so in die Richtung Zauberei, bei mir geht es eher so darum, so was zu erreichen. Also so für sich persönlich, so seine Träume zu verwirklichen. Haben wir ein bisschen anders aufgefasst, das Thema. Ja. Oh Gott.
Ja, auch eine Gitarre. Was habt ihr denn alles mit Gitarren jetzt auf einmal? Einen auf Miley Cyrus oder so? Rockstar, Hannah Montana? Ist das ein bisschen so düster, aber wobei so, ja, eher so Rockmusik, ja. Hä? Die hat den gleichen Pullover wie ich, aber ansonsten verstehe ich das jetzt nicht ganz. Am Thema vorbei? Ich weiß es nicht. Ja. Ah, das ist dann eher so prinzessinmäßig. Oh, dieses Glitzerding ist echt cool. Ja, finde ich auch. Den kriegt sie 3 Sterne von mir. Aber man darf die ja hier auch nicht zu gut bewerten, ne? Weil sonst hat man selber keine Chance. Oh ja, wie ein richtiger Bösewicht. Ja, mir gefällt das Outfit nicht, aber trotzdem kriegt er auch 3 Sterne von mir, weil ja. Ich finde, er hat es richtig gut getroffen. Wie so ein Herrscher, ne? Ja. So ein böser Herrscher, ja. Ein böser König. Ich glaube, ich werde nicht auf dem Treppchen landen. Ja, abwarten, abwarten. Du weißt, einiges macht hier nicht so viel Sinn immer. Ja, auch so Herrscherin, aber irgendwie fehlt mir da... Da fehlt mir irgendwie was. Okay, mal gucken, wie es gelaufen ist. Ich hab ja gesagt, ich bin nicht dabei, du auch nicht. Keiner von uns. Nee. Mann! Also mit der Twin Tail Passion wird's ja echt schwierig. Ich glaube auch. Oh, ich habe sogar 1 Punkt mehr als Nina bekommen, zumindest. Ja, ich bin auf dem 3. übrigens. Ja, ich bin 4. nur. 5. Okay, Nina, wie wär's, wenn wir jetzt mal ein Outfit für Jungs machen? Mhm. Das heißt, wir gehen links direkt rein gleich. Okay. Und ich sag jetzt schon Farbe Gelb. Mhm. Gucken, ob wir was in Gelb finden werden. Okay, für Jungs in Gelb. Gelb, ja. Bin mal gespannt. So, müssen wir erstmal unsere Statur auswählen oder egal? Kann man das später auch noch machen? Ja, ich glaube, ne? Du musst sie auswählen. Ja, kannst du auch. Du kannst ja auch so Muskel. Ja, dann mache ich das später, glaube ich, nachdem ich was angezogen habe. Ja, kannst du machen, wie du willst. Bei mir geht's. Obwohl, nee. Doch, ich schau. Bin gespannt. Me too. Sweet. Sweet. Da passt doch Gelb eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. So ein Sonnenschein. So ein Schwiegersohn-Traum. Oder vielleicht haben manche auch so Süßigkeiten-Outfits an. Was? Vielleicht haben manche auch so Süßigkeiten-Outfits an. Ja, das kann sein. Ich hänge wir gehen jetzt hier gegenüber rein und ich sage Gelb, Nina. Gelb? Ja. Ich hab dich, du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ich habe dich nicht richtig gesehen. Das war schon wieder. Hä? Nee, ich hätte was gehabt. Gelb? Hätte ich das hier angezogen? Was ist das? Achso, du meinst ja, man muss bei dem Outfit bleiben, ne? Mhm. Gut, ich hab jetzt meinen Pullover schon. Kann man nicht die Farbe ändern von den Hosen? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ja, ich glaube, ich lasse es. Voll schwer. Ich finde auch bei den Männern haben die nicht so ausdrucksstarke Gesichter irgendwie. Ja. Ha, ich hab dich gesehen. Du siehst anders aus als ich. Macht natürlich hier die ganze Spannung kaputt, Mann! Du bist gerade vor mir weggelaufen. Es war klar, dass wir uns irgendwie mal über den Weg laufen. Nein! Passt leider nicht, aber ich es ganz cool finde. Naja, mal schauen. Und gleich, Nina, würde ich mal sagen, wir bestimmen nur eine Farbe und sonst können wir machen, was wir wollen. Okay. Jede Runde ist also ein bisschen anders. Also ganz einfach ist das hier mit der Twin Telepathy Challenge bei Fashion Famous nicht. Weil wir halt nicht jede Runde irgendwie was zum Auswählen haben, sondern... Ja. Sondern nur eine große Runde uns immer nur zur Verfügung steht. Deswegen haben wir das so ein bisschen modifiziert. Nee. Aber gut. Nee.
Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal direkt zur Fashion Show. Mal gucken. So. Wir sind im Wald. Na, das. Naja. Wobei, das sieht echt komisch bei dir aus. Das bin ich? Bist du das ja, ne? Ja. Wieso? Das ist doch sweet, Mann. Ich bin ein cuter Boy, der mit einem Girl Eis essen geht oder so. Naja, es geht. Ich wollte auch erst eine Brille, aber ich habe keine schöne gefunden. Ja, das sieht doch süß aus. Ich bin mal gespannt auf dein Outfit, aber so wie es aussieht, haben wir schon wieder nicht den richtigen getroffen. Nein, jetzt kommt meins. What? Spring is here. In der Game by Twin. Ja, diese großen Kulleraugen sehen schon ganz süß aus eigentlich. Ja, ja, aber wir haben es wieder nicht geschafft, Nina. Nee, wir haben trotz dessen, auch wenn wir die Farbe durchgeben vorher, nein, nicht derselbe Gedanke. Guck, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass manche Leute sich eher so wie Süßigkeiten verkleiden. Ja, aber das sieht ein bisschen, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht so, weil die Augen sind so schrill, ja, mit den Herzen. Das sieht so ein bisschen Herzen. Creepy aus schon. Ja. Hm. Vielleicht landen wir zumindest mal hier zwischen den auf den ersten drei Plätzen. Okay, der versteht unter Sweet wahrscheinlich irgendwie nur so Bodybuilder. Es gibt keinen Stern von mir. Nee, der hat auch kein Outfit. Also der startet genauso wie er angefangen hat. Vielleicht ist er auch zu spät dazugekommen. Kann auch sein, kann sein. Trotzdem aber muss das natürlich der Jury nicht deine stellen. Leistung. Sweet. Sweet Tooth? Ja, das ist, dass man auf Süßigkeiten steht. Ja, ich finde das auch. Das ist schon süß. Also das Gesicht sieht schon süß aus. Das Lächeln, sagen wir mal so. Der sieht irgendwie creepy aus mit dem Mund. Ja, es geht. Das gefällt mir auch nicht. Die sieht aus wie ihr T-Shirt. Wie das T-Shirt. Ja. Ne? Oder wie ihr Shirt halt. Das hat nicht so ganz gepasst. Hier nee. Stehen. Aber ich glaube, wir sind schon wieder nicht auf dem Treppchen. Ich habe das im Gefühl. Ich hoffe, vielleicht Nina. Nein. Ich glaube, wir losen mit Twin Tail und Passy ab. Ja! Ich auf dritten Platz! Nice! Ja. Sweet! Mit Sweet. Das war Spring ist Sweet. Hier. Sweet mit Z. Vorletzter. Oh, 13 Punkte sogar. Ja, Nina ist abgelost diesmal in der Runde tatsächlich. Das tut mir nicht gut, diese Twin Tail. So, Nina, such dir eine Farbe aus und dann ziehen wir uns gleich um, wie wir wollen. Okay. Starting a new game. So, ich warte jetzt erstmal das Thema ab, damit Randomizing ich die Farbe sagen kann. Clothing. Welcome to Fashion Famous. Oh, Famous Celebrity. Hm. Ich sag weiß. Weiß. Okay. Gut. Und dann müssen wir erraten, als welche Celebrity man sich verkleidet hat. Also alles in Weiß dürfen wir jetzt machen. Gar nicht so einfach. Ich finde das. Boah, das passt eigentlich, aber das sieht richtig schrecklich aus, muss ich sagen. Ich sehe auch voll komisch aus. Nein, ich habe eigentlich was gefunden, was perfekt zu der Person passen würde. Dann würde man direkt wissen, was das ist, aber das sieht einfach nicht schön aus. Das passt nicht. Gut. Okay, ich glaube, ich bin sogar fast schon soweit. Hm. Ja. Aber vielleicht haben wir mit Nina ja an die gleiche Person gedacht. Wer weiß. Ich verstecke mich jetzt einfach hier irgendwo, damit Nina mich nicht finden kann. Mann, 29 Sekunden und ich habe hier gerade voll Fail.
wie immer mal wieder. Ich glaube, es ist sehr schwer zu erraten, aber mal gucken. Wir sind in New York! Das gefällt mir! Das gefällt mir! Aber wir müssen uns erraten, was der andere ist, ne? Ich müsste heute eigentlich gewinnen. Und wenn jetzt noch Nina das gleiche Outfit etwa hat wie ich, dann finde ich, ist das der Jackpot. Na, wer bin ich? Ich hätte erst sogar Christina Aguilera oder so, aber nein. Kurze Haare, kurze blonde Haare. Hier eine von den Kardashians oder so? Nein, Marilyn Monroe? Doch! Marilyn Monroe! Ich hätte gesagt, Khloe Kardashian. Nein, die lebt zwar nicht mehr, das ist von früher. Sogar noch vor. Eine Stilikone aus den 50ern. Ja. Hä? Okay. Nein. Haben wir denn das gleiche Outfit wenigstens, Nina? Nicht oder? Ganz. Mann! Also was Fashion angeht, sind wir definitiv keine Zwingen. Guck hier auch! Marilyn Monroe! Auch. Alleine deswegen gibt's schon von mir 4 Sterne. Ist mir egal, zumindest eine Marilyn Monroe muss es geben. Siehst du? Mit ihr hätte ich die Twin Telepathy Challenge machen müssen. Ja, stimmt. I did not know this one. Ja. Das was bringt das? So. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Soll das der Snapchat-Filter sein? Von früher? Weiß ich nicht. Kann sein. Okay. Wer soll What's das wrong denn with sein? You? Wenn es wenigstens so Ariel oder so wäre, ne? Ich meine, das ist gar nicht. Gar nicht. Fiktiver Charakter, bei diesem aber das Outfit ist ja nichts. Passt einfach absolut nichts. Ne. Fail. Das könnte hier so eine Kardashian sein, vielleicht. Ja, aber welche ist blond? Nehme ich mal alle irgendwann blond. Irgendwann waren sie alle blond. Kardashian hat zwischendurch auch mal blond, glaube ich. Schade, dass sie nicht sagt, wer sie sein soll. Ja. Jetzt komme ich. So. Oh ja, nee, wir haben ja gar nicht. Nee. Wer soll das sein? Ariana Grande! Okay. Ja, stimmt. Das Outfit geht zumindest in eine richtige Richtung. Also, ich meine jetzt, was die Twin Telepathy Challenge angeht. Ja. Dann hatten wir fast das gleiche, aber gut, alles andere war halt. Das könnte so Bibis Beauty Palace sein oder so. Pinke Haare? Wer denn pinke Haare? Ja, okay, hat sie jetzt. Nicki Minaj oder so? In die Richtung? Stimmt! Ja, komm, die gefällt mir aber nicht. So, mal sehen. Ja, gucken, wie es in der letzten Runde hier ist bei unserer Twin Telepathy Challenge von Fashion Famous. Vielleicht schaffe ich es ja mal aufs Podium. Ja! Marilyn ist sehr gut angekommen anscheinend. Yes! Aber du bist auch auf dem dritten, Nina. Ja, nicht schlecht. Endlich mal! Endlich! Oh, 14 Punkte. Wow! Yay, ich habe sogar freue mich richtig. Leute, wenn es euch gefallen hat heute bei der Challenge hier bei Fashion Famous, gerne einen Daumen hoch, wenn es gefällt, Daumen hoch, überhaupt kein Problem. Also uns hat es sehr Spaß gemacht, wobei ich muss sagen, das mit der Farbe hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da waren die Chancen ein bisschen höher, das gleiche zu haben. Ja, auf jeden Fall. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.